Wir wollen heute mal über Microsoft 365 sprechen und wie man das Ganze hier kostenlos nutzen kann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hatte das selber irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass man Microsoft 365 auch kostenlos nutzen kann, und ich erkläre euch heute, wie es geht. Das ist relativ simpel. Wenn ihr nach Microsoft 365 googelt, dann landet ihr, oder bingt, dann landet ihr auf dieser Webseite hier, und die ist von Microsoft. Da versuchen die euch das Produkt anzudrehen. Man kann Microsoft Office kaufen für 99 Euro im Jahr für die Familie, privat. Da gibt es natürlich noch andere Abstufungen für Unternehmen, oder man zahlt einen monatlichen Betrag und man kann das Ganze kostenlos testen. So, da gibt es verschiedene Features, auf die gehen wir nachher vielleicht nochmal ein oder auch nicht. Also das hier ist die kostenpflichtige Variante, die kann mit mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden und vor allem auch auf 5 Geräten gleichzeitig. Auf Macs, Smartphones, Tablets, PCs, bis zu 6 Terabyte sicherer Cloud-Speicher, Apps mit Premium-Funktionen etc. pp. Und wir wollen natürlich kein Geld ausgeben, sondern wir wollen das Ganze kostenlos nutzen, und deswegen schauen wir uns mal die Online-Variante von Microsoft 365 an. Die funktioniert im Prinzip so ähnlich wie Google Docs. Vielleicht kennt ihr das. Google Docs ist eine Webseite, wo man verschiedene Dokumente erstellen kann. Also es gibt hier eine Textverarbeitung, ein Tabellenprogramm, man kann Präsentationen erstellen sowie Google Formulare. Das Ganze ist gekoppelt mit eurem Google Speicher, da habt ihr 15 GB, glaube ich, also auch im Mail und in allen anderen Google Apps, die ihr nutzt, und Drive zum Beispiel, und da greift das Ganze drauf zu, und das Ganze passiert halt komplett online. Also ich kann hier mal meine Webseiten-Updates aufrufen. Hier kann ich tippen, kann Änderungen vornehmen etc. Ich bin jetzt im Moment nicht angemeldet, deswegen funktioniert das nicht. Aber grundsätzlich eine super Sache. Ich brauche gar kein richtiges Office mehr. Ich nutze das Google Docs immer wieder mal, aber halt so im kleinen privaten Rahmen. Deswegen muss ich mir da keine großen Gedanken machen. Ich habe keine Textverarbeitung auf dem Computer, der ist nur zum Spielen da. Auf dem Mac habe ich natürlich eine Textverarbeitung. Pages heißt die, die ist auch toll. Aber was, wenn man jetzt wirklich mit Word oder Excel arbeiten will oder muss, aus irgendeinem Grund, dann kann man einfach auf die Webseite www.office.com gehen, kann sich hier mit seinem Microsoft Konto einloggen, und dann finden wir im Prinzip exakt das gleiche vor wie bei Google Docs. Sieht völlig anders aus, so Microsoft Style halt, ist ein bisschen unübersichtlicher vielleicht, dafür aber auch bunter, und es hat viel mehr Funktionen. Microsoft 365 office.com, da loggt ihr euch einfach ein, und das ganze Ding hier ist komplett kostenlos. Ihr müsst keinen Cent bezahlen, habt aber den Nachteil, dass ihr halt keine Kopie von Word als Beispiel dann auf eurem Rechner habt, sondern ihr macht das alles komplett online. Wir haben 1,1 GB verwendet gerade, also in meinem Account von 15 GB. Das teilt sich vermutlich den Speicher auch mit anderen Diensten, eben zum Beispiel OneNote, damit kann man, glaube ich, Notizen machen, OneDrive, eine Online-Festplatte, so ziemlich das gleiche wie Google Drive, Outlook. Ich denke, dass alle Apps hier auf diesen Speicher eben zugreifen, und wir können uns das ja mal anschauen, indem wir ein neues Word-Dokument erstellen. Das dauert ein bisschen. Ihr seht, wir werden umgeleitet auf OneDrive.live. Ein Wort ergibt das andere. Dies ist ein Test. So, ich habe mich jetzt mal bewusst verschrieben. Ihr habt hier also das aktuellste Word, sogar mit Rechtschreibprüfung. Gut, da Test. So, geht doch. Die typische Word-Oberfläche hier oben, diese Ribbons-Oberfläche oder so, ist das überhaupt noch die? Ich weiß es gar nicht. Ich benutze, wie gesagt, relativ selten Textverarbeitungen. Ja, und hier werden wir auch konfrontiert mit der Möglichkeit, Microsoft 365 zu kaufen. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir wirklich aus irgendeinem Grund das Word auf unserem Rechner brauchen. Ich sehe dafür aber keinen wirklichen Grund, weil ich habe eine gute Internetverbindung. So, und wir können das Ganze hier jetzt ganz normal speichern in unserem Online-Account.
Account oder wir können hier jetzt auch wieder auf andere Apps zugreifen. Wie gesagt, Outlook, E-Mail-Verwaltung, OneDrive, eine Festplatte. Mit Designer können wir Plakate, solche Sachen entwerfen. Ich habe mir das vorher mal angesehen. Clipchamp ist ein Videoschnittbearbeitungsprogramm. Habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt auf dem Kanal. Ziemlicher Müll. Aber ihr könnt hier online, wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall eure Clips schneiden. Ah, das geht wieder nur mit Edge oder mit Chrome. Das geht nicht in meinem Safari-Browser, aber sollte dann grundsätzlich auch hier auf dem Mac funktionieren. Gehe ich mal davon aus. Das Dokument wurde, glaube ich, sogar jetzt automatisch gespeichert. Hier kommen wir wieder zur Übersicht. Alle Apps, die ich bei der Gelegenheit vielleicht noch schnell vorstellen möchte. Word, Excel, PowerPoint, dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. OneNote ist ein Notizprogramm, Kalender, der vermutlich mit Outlook sich synchronisiert. Microsoft Forms, weiß ich nicht genau, was das ist, kann man sich wahrscheinlich eigene interaktive Formulare basteln. To-Do-Listen, Einkaufslisten, was weiß ich. Skype, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das gehört ja auch zu Microsoft. Das ist hier alles gebündelt unter einem Dach sozusagen. Es gibt übrigens noch mehr Apps, zum Beispiel Loop oder Lists. Gemeinsam denken, planen und gestalten, kannte ich bisher auch noch nicht. Ja, Listen, Personen, Automatisierungen von irgendwelchen Arbeitsabläufen. Sway, weiß ich auch nicht, was das ist. Teams ist sowas wie das moderne Skype, ne? Eine Konferenzsoftware. Auch praktisch, dass man die hier als App hat. So muss man dieses riesige Programm nicht runterladen. Ich war da mal beruflich in Anführungsstrichen zu gezwungen. Dann gibt es noch eine To-Do-Liste. Mehr von Microsoft. Alle ihre Apps erkunden. Also das ist relativ praktisch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das in Zukunft häufiger mal nutzen werde. Neue Adresse, Sway Identity. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was kann man denn hier machen? Pressemitteilung. Na ja, kann man auch irgendwelche Webseiten bauen, nehme ich an. Interaktive Berichte, Präsentationen, persönliche Geschichten und mehr. Alles vereint unter einem Dach mit einem Microsoft-Konto zugänglich. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Benutzt ihr sowas? Was benutzt ihr? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.